So, liebe Schüler, zu Hause und hier im Klassenraum, wir wollen jetzt also ein Experiment durchführen, wo wir sehen werden, warum es in Australien eben möglich ist, trotz der massiven Trockenheit so viel Landwirtschaft zu treiben, so viel Weideflächen anzubieten. Denn ihr wisst, haben wir ja gerade schon geklärt und ihr zu Hause könnt euch auch denken, dass man für eine Weidefläche sehr viel Wasser braucht. Und wir wollen gucken, wo das Wasser heute in Australien herkommt, obwohl es doch in diesem Bereich nicht oder nur sehr wenig regnet. Dazu habe ich ein Experiment vorbereitet. Ihr habt die erste Aufgabe auf eurem Arbeitsblatt, die benötigten Materialien zu notieren. Ihr macht das bitte gleich, ihr müsst nicht mitschreiben, sondern ihr schaut es euch erstmal an. Für dieses Experiment braucht ihr eine Schüssel oder Eimer irgendwie, wo ihr Flüssigkeit auffangen könnt. Ihr braucht einen Schlauch, ca. 70, 80 cm lang. Der muss nicht hochgebogen sein, sondern ihr könnt den dann auch so halten. In diesem Schlauch ist in der Mitte ein Loch und dort steckt ein Zahnstocher drin. Außerdem braucht ihr eine kleine Gießkanne oder Messbecher, irgendwas, womit ihr Wasser hier einfüllen könnt. Wie läuft das Experiment dann ab? Aufgabe 2 wäre das, nachdem ihr das gezeichnet habt, wie das aufgebaut ist. Wie läuft es ab? Ich werde den Schlauch halten, der Zahnstocher befindet sich hier schon in der Mitte. Dann brauche ich zwei Assistenten, nämlich einen oder eine, die das Wasser hier einfüllt und einen oder eine, der oder die schaut, wann das Wasser hier ankommt und wie dann das mitteilt. Wenn der Schlauch dann gefüllt ist, werde ich diesen Zahnstocher hier entfernen und ihr sollt beobachten, was passiert. Ich denke, kein Problem. Also erste Aufgabe für euch. Welche Materialien benötigt ihr? Zweite Aufgabe. Zeichnet den Versuchsaufbau. Dritte Aufgabe. Wie läuft das Experiment ab? Das heißt, was passiert nach und nach? Und die vierte Aufgabe. Vermutet, was passiert. Das heißt, was passiert, wenn ich den Zahnstocher ziehe? Möglichst genau antworten. Das heißt, nicht nur einen Stichpunkt, sondern versuchen, das ein bisschen zu beschreiben, was ihr glaubt und woran das liegen könnte. Und erst dann werden wir das Experiment durchführen. Ihr zu Hause kriegt dann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal ein anderes Video, weil sonst könntet ihr euch das ja einfach bis zum Schluss anschauen. Und dann bräuchtet ihr nicht mehr vermuten, sondern einfach schon beobachten. Okay? Gut. Dann jetzt notiert die benötigten Materialien, zeichnet den Versuchsaufbau, beschreibt, wie das Experiment abläuft und vermutet, was passiert. Wieder.